Hallo, meine lieben Fußballfreunde und liebe Community. Herzlich willkommen hier zum ersten richtigen Video mit Witz zur neuen Saison. Ja, seid gegrüßt, auch von mir ja, für die neue Saison. 2020-21. Genau, wir sind gespannt, wie diese Saison verläuft. Und es geht natürlich wie immer los mit der Saisonprognose. Also es wird hart, wir stellen natürlich nochmal gerne auch die Mannschaften vor. Zwei Aufsteiger, man hat keine drei, denn Bremen hat es ja in der Relegation geschafft. Jawohl. Ich stelle gerne mal eben die ersten neun vor. Das ist natürlich Bayern, Dortmund, Leipzig, Gladbach, Leverkusen, Hoffenheim, Wolfsburg, Freiburg, habe ich jetzt schon neun, 2, 4, 6, 7, 8 und Frankfurt. Ja, dann nehme ich die nächsten dann, ne? Den letzten Kram. Genau. Dann geht es weiter mit Hertha, BSC Berlin, Union Berlin, Schalke 04, dann ist es dann einmal ist es Mainz, dann ist es nochmal Köln, Augsburg und Werder Bremen und Arminia Bielefeld und Stuttgart. Genau, die Aufsteiger. Ja. Und eins kann ich jetzt schon sagen, es wird, glaube ich, sehr, sehr schwer für uns, ja, absolut, absolut. Das Mittelfeld und alles zu tippen. Also zu den Regeln kann ich ja jetzt schon gern ein bisschen was sagen. Wir haben die Saisonprognose um 5 Punkte erhöht. Bedeutet, plus 30 Punkte bekommt derjenige, der die Saisonprognose am besten tippt. Richtig. Letzte Saison gab es keinen Tippspielmeister. Außerdem könnt ihr euch auf ein sehr, sehr tolles Thumbnail freuen. Wir haben da schon so ein bisschen was besprochen. Ja, was Neues. Genau. Man muss ja auch mal was Neues bringen. Genau, das heißt, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Gut. Außerdem, sollte einer von uns an einem Spieltag in 7 Spielen keinen einzigen Punkt holen, theoretisch, werden 3 Punkte abgezogen. Mhm. Und ich starte mit plus 22 Punkten. Warum? Wir haben ja gesagt, wir wollen die letzte Saison da so ein bisschen mit reinbringen. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt, wo noch nicht die Corona-Pause war, habe ich mit 22 Punkten geführt. Mhm. Das heißt, mit dieser Punktzahl starte ich. Genau. So haben wir es. So haben wir es abgemacht oder genau. Ausgemacht. Ja, schön. Gut, dann würde ich sagen, ja. Lasst uns einfach mal anfangen. Jeder für sich muss jetzt gucken, wie er was genau. Dabei kann man so ein bisschen gerne über Fußball reden. Ja. Also ich sag mal, bei ein paar Mannschaften, glaube ich, sind Uwe und ich uns so relativ einig, vielleicht wo die Tendenz hingeht. Aber schwierig finde ich zum Beispiel die Aufsteiger. So für ja, das Problem ist auch die Absteiger zu tippen. Wie willst du unten setzen? Das ist so unheimlich schwer, finde ich. Gut, fangen wir erstmal mit den ersten an. Das ist relativ einfach, glaube ich. Ja, das glaube ich. Für mich jetzt jedenfalls. Also zumindest die ersten drei. So. Jetzt wird es schon schwierig. Also ich hake mal so für mich hier hinter ab, dass ich weiß, welche Mannschaften ich schon. Ja, ich mache mal von der Seite, ne? Dann habe ich da nicht. Sonst kommt man auch mal leicht durcheinander. Genau, deswegen. Vor allem bin ich auch gespannt, wo du Bremen tippst. Weil Bremen letzte Saison ja Relegation. Wo geht's hin? Jetzt sind irgendwie ja wieder Spieler verletzt. Ja. Wo geht die Tendenz hin? Also das kann ja auch keiner genau sagen, ne? Nee. Hm. Bin ich mutig oder bin ich nicht mutig? Soll ich mutig sein, Uwe, oder nicht? Ich weiß nicht. Bist du mutig? Ja, die Frage ist, soll ich sein? Ich würde. Warum nicht? Ich würde alles versuchen. Okay, dann bin ich mal mutig. Dann bin ich mal mutig. Okay. Möchtest du über irgendeinen Verein sprechen? Ja, ich sag mal so. Was habe ich denn Lene? Ich würde mal sagen, ich bin sehr gespannt, wie die Aufsteiger da, wie die sich da einbringen oder wo die letztendlich wie die spielen auf oder wo die sich festsetzen können in der, ja. In der Tabelle nachher irgendwie. Ne? So wie Bielefeld. Ich meine, gerade zweite Bundesliga haben sie gut gespielt, muss man ja sagen, gar nicht mal so. War ich sehr, sehr erstaunt drüber. Ja. Und ob die Klasse auch halten können, ob es dafür reicht. Ich meine es schon, aber wo sie letztendlich stehen werden, ist für mich so sehr interessant. Ja, aber auch Stuttgart, obwohl Stuttgart müsste die Klasse eigentlich halten können. Ja, und auch wo ich drüber, was mich, wo ich auch, na, wie soll ich sagen, ja, wie die letztendlich anfangen zu spielen, ist auch jetzt Berlin. Ja. Der BSC Berlin. Das stimmt. Weil neuer Trainer, alles neu. Da ist alles neu. Weil das, da muss man, das wird auch sehr interessant, denke ich mal. Das ist, glaube ich, auch. Ziemlich interessant, wenn es jetzt losgeht. So, jetzt muss ich mal eben weitermachen, Leute. Ich muss mal eben weitermachen für mich. Boom.
Keine Ahnung. Ich frage mich gerade, wo ich Bremen schreiben soll. Da habe ich gerade echt Probleme. Da würde ich jetzt mal das sagen. So, die habe ich schon. Keine Ahnung. Mache ich mal hier hin. Ich mache jetzt echt einfach stumpf. Ich mache einfach stumpf, das glaubst du mir nicht. Ich mache wirklich einfach stumpf. Ja, das ist, ja. Also, ich kann das so schlecht einschätzen. Man tut sich da ein bisschen schwer, muss ich sagen. Also ich bin jetzt gerade, kann ich ja mal kurz sagen, ich habe nur noch jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mannschaften, die ich aufschreiben muss. Also ich bin schon relativ weit. Aber das Problem ist, dass ich bei der Champions League und Europa League mir nicht sicher bin, wer da so mitspielen wird und in welcher Reihenfolge, das ist so das Ding. Weil Gladbach und Leverkusen, das ist immer so ein Kampf irgendwie, wer kommt in die Champions League, wer kommt in die Europa League. Ja, das ist schwierig, ne? Ich mach jetzt so. Dann mach ich. Ja, ich denke mal so. Dann mach ich hier. So, welche Vereine fehlen jetzt noch? Es fehlen noch zwei Vereine bei mir. Mhm. Okay. Ohne Witz, ich habe einfach stumpf aufgeschrieben, ich bin fertig. Ich bin gespannt, was du da gleich hast. Ich dreh mal um. Da kannst du auch gespannt sein. Ich bin noch ein bisschen. Ja, nee, alles gut. Ich geh nochmal in mich hier. Mach das. Also, liebe Fußballfreunde, während ich dir hier gerade was zu trinken aufmacht, was nicht geht. Geil, die Dose ist kaputt. Alles gleich kann ich trinken, die Dose ist kaputt. Ja, das kann man trotzdem auch machen, aber nicht jetzt. Ja, nee. Ich aber doch gerne ein bisschen was erzählen. Also, es bleiben die gleichen Regeln bestehen wie in der letzten Saison. Bedeutet, also wie gesagt, ich starte mit plus 22 Punkten. Doppelte Punktzahl bei seiner Mannschaft. Das bedeutet, jeder von uns kann einmal in der Hinrunde und einmal in der Rückrunde doppelte Punktzahl in einem Spiel holen mit seiner Mannschaft. Bedeutet, hole ich zum Beispiel in einem Spiel mit Bayern 7 Punkte, kann ich schon sagen, doppelte Punktzahl, bekomme ich nochmal 7 Punkte. 10 Punkte ist das höchste, also entweder 1, 5, 6, 7 oder 10. Das sind ja die möglichen Punkte, die man doppelt holen kann. Außerdem, und das könnte man theoretisch heute auch noch machen, haben wir feste Tipps. Das bedeutet, dass jeder von uns insgesamt 4 Spiele, also 2 Spiele zwischen insgesamt 4 Mannschaften, 2 Begegnungen so gesehen, die schon vorab tippen muss. Und jeder sucht sich ein Joker-Tore-Spiel aus. Das bedeutet, ich suche mir eine Begegnung aus, Uwe sucht sich eine Begegnung aus und auch in dieser Reihenfolge, das heißt, sollte ich Bielefeld gegen Wolfsburg nehmen, aber in der Hinrunde ist Wolfsburg-Bielefeld, geht das nicht, sondern dann erst in der Rückrunde, wenn auch die Reihenfolge ist Bielefeld-Wolfsburg und sollte das Spiel 1-1 enden, bekomme ich 2 Punkte, weil das sind 2 Tore insgesamt, die in diesem Spiel fallen. Und auch noch eine geheime Prognose. Haben wir letzte Saison mit eingeführt. Jeder schreibt anonym seine Tipps auf, welche Mannschaft nach der Hinrunde die meisten Unentschieden und die meisten Niederlagen hat. Und für jeden richtigen Tipp, man darf aber nur 2 Mannschaften aufschreiben, einmal für Niederlagen, einmal für Remis, bekommt man 10 Punkte extra noch oben drauf. Naja, und dann habe ich ja schon vorhin gesagt, sollte einer an einem Spieltag in 7 Spielen keinen Punkt holen, sind es minus 3 Punkte. Und Saisonpunktlose sind plus 30 Punkte. Das sind soweit die Regeln. Ja. Mal gucken, wie viele Mannschaften fehlen Uwe denn noch? 2. Ah, 2. Union und Stuttgart.
Also ich, ohne Witz, ich habe einfach willkürlich aufgeschrieben. Ohne Witz, ich habe echt willkürlich aufgeschrieben. Mal gucken. Man wird ja sehen. Schreibt gerne, auf jeden Fall jetzt schon, eure Prognose unten in die Kommentare. Wer wird Meister? Wer kommt in die Champions League? Wer kommt in die Europa League? Und wie heißen die Absteiger? So, das haben wir alles fertig hier. Ah, oh, ich hab's durch. Gut. Was findest du spannender, unten oder oben anzufangen? Ich glaube, oben haben wir mal angefangen, oder? Ja. Okay, pass auf. Ich denke mal, Platz 1 haben wir beide gleich. Der FC Bayern München. Das stimmt. Okay. Auf Platz 2, ich glaube, da sind wir unterschiedlicher Meinung. Ja. Ich habe Leipzig. Ich habe Dortmund. Okay. Auf 3 habe ich Dortmund. Da habe ich dann Leipzig. Okay. Glaubst du, also Dortmund wird sich doch vor Leipzig wie auch in den letzten beiden Saisons durchsetzen? Ja. Ich habe irgendwie mehr das Gefühl in Leipzig. Keine Ahnung. Ja, ich setze mein Vertrauen in Leipzig. Ich glaube, das wird wieder so genauso ablaufen. Okay. Wie diese Saison. Platz 4 wird nochmal interessant. Ja. Ohne Witz, ich habe geschwankt zwischen Leverkusen und Gladbach und habe mich für Leverkusen entschieden. Habe ich auch. Leverkusen habe ich auch diesmal. Auf 5 habe ich dann Gladbach. Auf 5 habe ich Hertha diesmal. Oh, die habe ich auf 6. Ja, da habe ich dann Gladbach. Das heißt, die ersten 6, da wird nur 2, 3 oder so vertauscht. Ja, so haben wir uns ein aber sind ihr relativ einig. Ja, 7 ist jetzt nochmal interessant. Da habe ich Frankfurt. Da habe ich Hoffenheim. Oh, das heißt, du glaubst tatsächlich, dass der junge Hoeneß ist doch dann wieder mit den Schaffen dran. Ja, ich glaube, also das glaube ich schon. Also irgendwie habe ich so das Gefühl. Okay. Auf 8 habe ich Wolfsburg. Ja, da habe ich Frankfurt. Oh. Auf 9 habe ich dann Hoffenheim. Da habe ich Wolfsburg. Also mit den ersten neuen Mannschaften. So gesehen gleich. Aber danach, nicht, sage ich mal, eine Überraschung. Nö, nicht wirklich. Aber danach, irgendwann zu weiter nach unten, da wird es schwierig. Ja, ab 10 wird es, glaube ich, weil man da sich echt so... Ich habe einfach willkürlich aufgeschrieben. Wir hatten ja gerade von drin gesprochen, dass ich sage, wenn die jetzt nochmal reinrutschen sollten und dann werden sie natürlich das Glück nicht nochmal haben. Das ist einfach so. Nee. Da müsste schon was kommen. Dann sind sie fällig. Dann sind sie fällig. Die haben jetzt einmal richtig Glück gehabt. Wenn sie wieder bei uns sind, dann steigen sie auch ab. Ja, natürlich. Die haben dieses Mal richtig Glück gehabt, muss man sagen. Das war nur Glück. Das war kein Können, das war Glück. Nee, das war richtig. Also das Auswärtstorregel, nur durch die Auswärtstorregel. Ja, sonst wäre es weg gewesen. Und ich meine, wenn man Heidenheim sieht, wie die gespielt haben. Ja, die haben gekämpft. Die haben um Längen besser gespielt wie Bremen. Ja. Also kann man nur sagen, dass Bremen Glück gehabt hat. Mehr kann man dazu gar nicht sagen. Nee, dieser Leute. Wenn ihr, das Spiel habt ihr vielleicht auch teilweise gesehen. Ja. Von daher Katastrophe, finde ich das. Ja gut, das ist dazu gesagt. Aber trotz alledem... Da würde ich sagen, kann jeder ja nochmal gleich zusammenfassen. 1 bis 18 so von sich. Ja. Fang du das wieder nach an. So, soll ich anfangen? Ich fange mal von 1 bis 18. Von 1 bis 18, dann fange ich mal mit 1 an. 1 ist Bayern München, 2 ist Borussia Dortmund bei mir, 3 RB Leipzig, 4 Bayern 04 Leverkusen, 5 Hertha BSC Berlin, 6 Borussia München Gladbach, und die 7 ist die TSG Hoffenheim, dann die 8 Eintracht Frankfurt, 9 VfL Wolfsburg. So, jetzt geht's los. 10 FC Schalke 04, dann die 11 FC Köln, 12 SC Freiburg und jetzt kommt 13, das ist der SV Werder Bremen, 14 Arminia Bielefeld, 15 Union Berlin, 16 VfB Stuttgart, 17 FSV Mainz 05 und dann die 18 FC Augsburg. Ja, jo. Fange ich auch von oben an. 1 FC Bayern München, 2 RB Leipzig, 3 Borussia Dortmund. Dann auf der 4 Bayern 04 Leverkusen. Auf Platz 5 tippe ich Borussia Mönchengladbach. Auf 6 Hertha BSC Berlin. Auf 7 Eintracht Frankfurt. Auf 8 die Wölfe aus Wolfsburg. 9 Hoffenheim, 10 1. FC Köln, 11 SC Freiburg. Auf Platz 12 SV Werder Bremen. Mal gucken. Platz 13, FC Schalke 04. Auf Platz 14, Arminia Bielefeld. Auf 15, 1. SSV Mainz 05. Auf 16, VfB Stuttgart. 17, Union Berlin. 18, FC Augsburg. Jawohl. So, und da wir damit fertig sind, Uwe, können wir rübergehen zu den festen Tipps. Bedeutet, wir haben ja hier die Mannschaften. Und jeder von uns darf sich jetzt halt 2 Begegnungen so gesehen raussuchen. Und man tippt ja Hin- und Rückspiel, deswegen sind es ja insgesamt 4 Begegnungen, deswegen ja 2 Spiele. Und wir müssen die jetzt schon vorab tippen. Mhm. Für welche erste Begegnung entscheidest du dich?
feste Tipps. Genau, wir müssen ja jetzt schon tippen, was wir glauben, wie jetzt schon Spiele ausgehen. Was natürlich, also feste Tipps in dem Sinne auch das Ergebnis. Ja. Aber es ist jetzt ja, man kann ja x-beliebige Mannschaften ja nehmen. Man muss ja nicht seine Mannschaft nehmen. Genau. Ja? Also wir haben letztes Jahr, glaube ich, die Regel gemacht, wir dürfen nicht die eine Mannschaft nehmen, aber ich glaube, wir könnten theoretisch die der anderen nehmen. Ja gut, das könnte man. Aber man kann ja auch mal x-beliebige Mannschaft raussuchen und sagen, ey, die und die vielleicht gegeneinander. Ja, das stimmt. Also von daher. Also für eine Begegnung habe ich mich schon entschieden. Das habe ich auch letzte Saison gemacht. Also ich hätte da schon mal eine Mannschaft. Die okay, dann nimm deine erste Begegnung erstmal. Das ist Bayern 04 Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach. Oh. Habe ich mir mal so ausgedacht. Nimm mal was ganz anderes diesmal. Oder gegen Gladbach. Gladbach. Und dann muss ich auch noch aufschreiben, Gladbach-Leverkusen, weil du musst ja beide tippen. Ne? Genau. Und dann warte, bevor du tippst, kann ich ja erstmal auch meine erste Begegnung nennen. Nämlich das Aufsteigerduell. Bielefeld gegen Stuttgart. Auch gut. Oder hast du dich schon für eine zweite entschieden? Ich habe mich auch schon für eine zweite entschieden, Philipp. Und zwar? Da würde ich nochmal den FC Köln nehmen. Okay. Gegen SC Freiburg. Okay, Köln-Freiburg. Nein, ganz was anderes, was ich sonst nie so mache. Ja. Habe ich mal gedacht, nehme ich mal was ganz. Und dann nehme ich als zweite Begegnung, das ist mal interessant nochmal. Da du ja so Leverkusen-Gladbach hast, so sag ich mal so als Top-Duell kann man sagen, von denen die ja oben spielen, nehme ich mal Frankfurt gegen Hertha. Das klingt auch mal interessant. Ja. Das ist schon ganz gut, glaube ich. Gut, und dann müssen wir jetzt ja natürlich schon tippen. Ja, die Ergebnisse müssen wir noch tippen. Wie wir denken, dass das Spiel ausgeht. Genau. Das ist schwieriger. Also ich fange mal an mit Bielefeld-Stuttgart. Da glaube ich, kann Bielefeld zu Hause gewinnen. Ich sag mal 2-1. Und Stuttgart-Bielefeld sage ich, da bin ich mal torreich, da sage ich 3-3. Keine Ahnung warum. So. Dann bin ich ja mit dem ersten Spiel dran, ne? Ja. So, Leverkusen gegen Gladbach. Da würde ich mal sagen, ein 2-2. 2-2? Ist das, ja. Und jetzt das Rückspiel oder Hinspiel? Gladbach-Leverkusen? 1-1. Ich tippe da jeweils nur entschieden. Okay. Dann Frankfurt-Hertha. Da tippe ich 1-2 für Hertha. Und bei Hertha-Frankfurt tippe ich 1-1. Okay. Da bin ich dran. Köln gegen Freiburg. Da bin ich mal klar für Köln, 2-1. Okay, 2-1. Und Freiburg, das Rückspiel Freiburg-Köln, da würde ich dann auf dem 1-1 gehen. Okay. Ja, das haben wir gut schon. Dann Joker-Tore-Spiel. Such dir irgendeine Begegnung wieder aus, aber nur ein Spiel ist das. Das heißt, egal ob Hin- oder Rückrunde, das ist egal. Und so viele Tore wie in diesem Spiel fallen, so viele Punkte bekommst du. Und man darf natürlich nicht wieder Bremen und Bayern nehmen. Nee, das nehmen wir auch nicht. Boah, ich habe da schon, glaube ich, eine Idee. Dann nehme ich Leipzig. Da war ich auch gerade, witzigerweise. Ja, Leipzig. Ich war da auch gerade, witzigerweise. Leipzig. Jo, ich weiß meine Begegnung. Aber ich muss eine Gegnung haben. Ja, aber ich habe meine RB Begegnung. RB Leipzig gegen... Boah, wenn wir jetzt die gleiche haben. TSG Hoffenheim. Okay, wir haben fast... Also, wir haben nicht so in dem Sinne dieselbe, aber Leipzig habe ich auch tatsächlich. Mhm. Ich habe aber umgekehrt, Leipzig ist für mich die Gastmannschaft. Ich schreibe erstmal bei dir auf, nicht, dass wir es vergessen. Du hast Leipzig-Hoffenheim genannt. Genau. Und für mich spielt Leipzig in meinem Spiel auswärts, und zwar in Gelsenkirchen. Oh, in Schalke. Ja. Da müssen wir wohl klein finden, oder nicht? Also deswegen, da kann ich mir es auch gut vorstellen. Schalke wäre aus dem Absteiger gewesen, finde ich. Ja. Nachhinein, wo ich es überlegt habe, ich denke, ich flätte und reife. Ja, ich habe die, wo habe ich die jetzt geschrieben? Auf Platz 13, ja, also auch so rund. Also ich habe sie auf 10 noch getippt, aber im Nachhinein habe ich gedacht, Mensch, vielleicht hätte sie die doch weiter runterschieben sollen. Aber dann gesagt, jetzt ist es egal, du bleibst jetzt stehen. Also ich hätte die, ich glaube, die sehe ich noch weiter unten irgendwie im Moment. Es sei denn, die tun echt, die machen verdammt viel noch. Genau. Aber das weiß ich, wissen wir ja leider. Bedeutet, eine Sache bleibt nur noch. Was denn? Meiste Niederlagen und Unentschieden. Hatten wir auch letzte Saison, da haben wir das ja eingeführt. Und ach so, meiste, genau, da haben wir ja auch getippt nach der Hinrunde,
welche Mannschaft hat die meisten Unentschieden nach der Hinrunde? Ja. Und welche Mannschaft hat die meisten Niederlagen? Unentschieden und Niederlagen. So. Oh, das ist auch schwer. Denn. Dann muss ich die meisten Unentschieden? Genau. Und die ich meisten... schreibe erstmal meinen Namen hier auch drauf. Das, das mache ich auch mal. Das ist ganz gut, glaube ich. So. Die meisten Niederlagen. Meiste Remis schreibe ich mal auf und meiste Niederlagen. Okay, dann überlegen. Puh, das ist auch schwer, du. Naja, ist egal, irgendwas muss man sich ja raussuchen. So, da dürfen wir auch nicht beim anderen gucken, weil das ist ja geheim. Das sind ja die Geheimtipps, so heißt es ja die Regel. Dann überlegen. Ich habe hier die Mannschaften. Also nach meinem Prinzip müsste es so sein. Und da tippe ich, was tippe ich denn da? Das umknicken und diese Zettel, weil letztes Jahr habe ich es nämlich in mein Handy eingetragen, werden wir dann zusammenpacken und dann nach der Hinrunde werden wir gemeinsam dann da reingucken. Deswegen schreibe ich hier jetzt auch gleich, nachdem ich es ein paar Mal gefaltet habe, schreibe ich hier noch drauf auf dem Zettel oben geheime Tipps, Ausrufezeichen, von Daniel. So, und dann, weil natürlich, ihr wisst jetzt natürlich nicht den Tipp, ich kann ja jetzt hier irgendwie in die Beschreibung schreiben, was habe ich geschrieben oder Uwe, weil wir sollen es ja auch nicht von anderen wissen. Und dann gucken wir nach der Hinrunde mal. Nicht? Ja. Das war's dann auch schon. Jo, wir haben es schon geschafft, Leute. Das bedeutet, nächste Woche kann ich jetzt schon sagen, nächste Woche um die gleiche Zeit kommt für euch DFB-Pokal. Das wird, glaube ich, wieder auch sehr interessant. Gibt es wieder ein neues Astoria Waldorf? Das ist immer die Frage, die ich mir so stelle. Immer wer soll schon was sagen? Wer weiß. Wird sehr interessant. Und in zwei Wochen geht es dann auch schon für euch wieder los mit der Bundesliga. Freue mich auch schon wieder sehr drauf, wenn es wieder losgeht. Jawohl, Leute. Und ja, fiebert mit uns der neuen Saison entgegen. Lasst doch deswegen sehr gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch immer auf dem aktuellen Stand seid, wenn ein neues Video dann auch eben in Sachen Fußball kommt. Schreibt gerne auch weiter eure Prognosen noch in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was ihr so tippt. Und ansonsten war's das dann von unserer Seite aus. Für heute, ja. Genau. Und dann bleibt mir noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, liebe Fußballfreunde und Community. Bis zum nächsten Mal rein. Und tschüss. So ist es. Auch von mir tschüss. Bis zum nächsten Mal.